liebe Zuschauer, in diesem Video ist die Sarah immer dabei. So, Sarah, was hast du uns gekauft, bitte? Zeig. Was Leckeres. Ja, dann zeig mal. Milka. Was ist das? Cookies. Ich mag Cookies. Mhm. Und ich mag Sachen, die klein sind. Okay. Ich kann, okay. Cookies, eigentlich, die sind riesig, oder? Ja. Hast du solche? Nee. Okay. Die habe ich schon leer gegessen. Also das ist dann mit Milka Schokolade. Cookies sind eigentlich so. Ich kann dir noch holen. Hier. Ich kann dir noch. So ungefähr. Okay. Und die, dann lassen wir uns überraschen, wie groß oder wie klein die sind. Ich glaube, die sind so. Keine Ahnung. Okay. Dann mach mal. Okay. Da ist auch schon was zum Verschließen. Okay. Ganz einfach, kann man, brauchst du keinen Schere dafür, nur du musst stark sein, du musst stark sein, du musst kämpfen, du musst ein Kämpfer sein, wie ein Löwe, so, oder wie die Sarah, komm, mach mal auf, jawohl, okay, oh, dann zeig mal, Moment, oh ja, die ist mal so, oh. Da sind eigentlich mal Schokostückchen, doch ein paar, aber. Das duftet aber richtig geil. Ich probiere einen. Ah. Oh. Ich probiere jetzt. Richtig lecker. Okay. Schmecker. Ich probiere. Lecker. Okay. Aber das duftet so toll. Oh, richtig toll. Kommst du Bock drauf? Ja, aber wie Cookies sieht auch nicht aus, oder? Wirklich nicht. Wir sind ja auch von Milka. Ah, ja, aber trotzdem. Also, ja, so. Aber von Milka! Ah ja, wir machen einen Bildvergleich jetzt. So, hier und hier. Ein bisschen, oder? Also guck mal hier, da sind so große Schokoladestücke irgendwie drauf. Hm. Guck mal, wie das aussieht. So viel Schokolade drauf. Und hier auch dunkel, aber das ist gar nichts. Gar nichts. Hm? Hm? Ich mag eh lieber helle Schokolade. Also ich übertreibe wirklich auch nicht. Ha, noch einer, noch wenige. So. Noch ein. Noch wenige. Also was ist los? Wo ist das? Genau wie beim Chips. So eine große Tüte, da findest du zwei Stück. Aber knusprig. Ja. Lecker. Ja. So. Aber ich muss sagen, die Kleinen kann man besser irgendwo hin mit hinnehmen. Das ist gefährlich. Wisst ihr warum? Schaff ich das? Das ist gefährlich, weil die Tüte, die reicht nicht mal für 5 Minuten. Muss mal üben. Boah, fast geschafft. Das war für meine Mutter. Also. Von. So, vom Geschmack her, es ist tatsächlich sehr lecker, aber sehr lecker, ja. So ein kleiner Snack, tolle Idee. Zwischendurch. Ja, eine sehr tolle Idee. Ja. Kann man auch so Mitternacht. Ja. Das ist tatsächlich lecker, lecker, sehr lecker und süß. Ich kann doch in meinen Mund werfen. Und das ist auch wirklich nicht nur für Kinder oder so, du kannst ein Party an Schüssel machen, vor allem mit so Zeug und Cookies. Sehr interessant. Ein toller Produkt von Milka. Aber bitte, lieber Milka, irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Schokolade wird vielleicht besser. Süß ist der auch. Sehr lecker. Also so. Geschmack, mäßig gebe ich 8 von 10. Wie das aussieht, Bild gegen Produkt, gebe ich. Ja, doch. Also, manche haben viel, manche haben weniger. Die meisten machen ja auch die Schokostückchen in den Teig rein. Ja, klar. Und dann ist ja, wenn man die dann so formt, dann sind ja in manchen mehr drin, in manchen weniger. Also, ja, das stimmt. Kommt drauf an. Stimmt. Daher
gebe ich, ja. Fürs Bild würde ich so... 6. Ich würde sagen so 6,9. 6,9, okay. 6. Und für den Geschmack gebe ich... 9,9. Also 10. 8 fürs Geschmack. Wie das aussieht, gebe ich 6. An der Vergleich für den Bild. Und für die Idee gebe ich wirklich 10, weil derjenige, der sehr gerne Cookies isst, nice, tolle Idee tatsächlich. Dankeschön, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass das Video euch gefällt. Ich warte auf eure Kommentare, mehr Ideen für uns, für die Sarah, dass wir vielleicht irgendwas zusammen testen können, Videos früher machen können. Am Danke. Besten leckere Sachen. Es ist Essen und Trinken ist immer gut, oder? Nein. So, peace and love. Bye, bye. Bye, bye.